Herzlich willkommen zur nächsten Captain Toads Treasure Tracker Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin so Ivo und wir machen Shy Guys in den Schatten als nächstes Level mit der Toadette mal wieder. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ganz schön dunkel auf jeden Fall. Deswegen in den Schatten wohl. Ich hoffe mal, dass das hier irgendwie ein Kaputtmach-Ding ist. Danke. Okay. Da ist auf jeden Fall auch einer versteckelt. Da auch. Hier müssen wir auf jeden Fall hoch, damit wir den da kriegen. Oh, da bin ich zu früh runtergehupft. Das war nicht so schlau. Ich glaube, ich gehe lieber nochmal hoch, bevor ich das Item da benutze. Um den zu töten. Ey, Kollege. Guck mal, hier bin ich. Ah, das war nicht so gut. Gut, dann müssen wir es doch benutzen. Bisschen blöd, aber was soll's. So, die haben wir alle weg. Den ersten Diamanten haben wir auch gefunden. Das ist ja schon mal wichtig. Hier können wir Feuer anmachen, denke ich, mit der Pflanze, wie bei Super Mario 3D World. Gut. Oh, das war natürlich super schlau von mir. Aber gut, dann wissen wir zumindest schon, wo der zweite Diamant ist. Aber das war schon super schlau von mir. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach so, Shy Guy, alles klar. Also so shy warst du dann doch wieder nicht. Danke. Ja, ich hol mir schon meinen. Ah, da ist er müde oder was? Auch lustig. Aber ist nicht. Das hält nicht lange, muss ich sagen, das müde sein. Das brauche ich eigentlich gar nicht machen. Wir haben den ja schon. Okay. Das ist so ein bisschen ungewohnt für mich, dass man trotz Sterben quasi Levelfortschritte behält. Ach du fuck you. Lass du mich mal durch? Holy shit, nee. Gibt's ja gar nicht. Mal schön vorbeigepfeffert, ey. Super Kacke. Das war ja auch schlau. Danke. So, das holen wir uns noch mal. Ah, da ist einer. Den habe ich nicht gesehen, logischerweise. Da ihr ihn ja auch nicht sehen konntet. So, jetzt brauchen wir aber die zwei Diamanten zumindest schon immer holen. Den können wir auch dodgen, können direkt hier rüber gehen. Können den abwerfen hier rum und einfach hier hoch. So, da sparen wir uns so einiges an Zeit. Hier können wir jetzt auch einfach drüber laufen, wollte ich sagen. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, zack. Da brauchen wir einen Schlüssel für irgendwie. Okay, wo kriegen wir den Schlüssel dafür her? Ich glaube, der kann mein Licht sehen, wenn ich Licht mache. Hab ich das Gefühl. Ach so. Hier ist der Schlüssel. Interessant. Dann rein damit. Ich hoffe nur nicht, dass wir hier irgendwie sowas kriegen wie werde von keinem Shy Guy oder sowas gesehen. Dann werde ich ein bisschen mad als Bonus Objective. Ach du fuck you. Nein, nein, nein. Das war knapp. Okay. Das ist ein blödes Münzending gewesen. Das ist auch ein blödes Münzending. Das ist auch irgendwas anderes. Das ist auch nichts Tolles. Okay. Okay, Großmacher ist schon mal nicht so verkehrt. Danke. Schieß mal. Danke. Eieieiei. Okay. Oder es heißt, ich muss alle von diesen Pflanzen töten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Erstmal gehen wir jetzt den Stern holen. Und gucken, was das Bonus-Objective ist, bevor wir weiter rumrätseln. Denn Rätseln bringt uns nichts. Ah, tatsächlich von keinem Shy Guy entdeckt worden. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall erst nochmal, bevor wir diesen Münzenrausch machen. Toll! Y, um die Stirnlampe einen auszuschalten. Danke, dass der Tipp jetzt genau in dem Level kommt, ey. Oh Mann. Na, laufen, gucken wir uns erstmal an, wie der genau läuft. Ich denke, der läuft ganz nach hinten durch. Das heißt, wir können dann quasi in dem Moment, wo er ganz hinten ist, da reinlaufen.
Der sieht uns nicht, alles klar, dann schnell nach oben. Gut. Lampe ausmachen, das ist irgendwie relativ easy, habe ich das Gefühl. Die machen wir mal weg, dass wir hier Zeit zum Gucken haben. Ich denke, wir sollten versuchen, einen von denen kaputt zu werfen. Okay. Jetzt warten wir einfach, bis der eine durchgelaufen ist und dann gehen wir dann zum Stern hin. Und dann war es das ja schon. Wenn man so will. Relativ einfach, wenn man es weiß, wie die Lampe ausgeht. Gut. Perfekt. Das war dann Level 14. Dann gehen wir jetzt zum Münzenrausch. Oder Münzenfest. Hatten wir beides schon gemacht? Ich glaube, wir hatten nur das mit den Kirchen gemacht, oder? Ne, das hatten wir auch schon. Da hatten wir beide schon mal. Oh ja, yeah, das war gut. Das war gut. 329. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, das war nicht mal Rekord. Ne, war es auch nicht. Aber was soll's, das reicht ja zumindest schon mal. So. Dann machen wir die Rutschpartie auf der Neonrampe noch als nächstes. Wir sind ja noch gar nicht so lange hier drinnen, auch wenn wir schon ein Level fertiger haben. Upsala. Okay, das gefällt mir gar nicht. Gehen wir mal da rein, würde ich versuchen. Also in das Loch da irgendwie rein. Okay. Da ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Okay, das hat er unfair gemacht, der Stinker. Und jetzt? Achso, jetzt können wir hier unten raus. Okay. Interessante Geschichte. Okay, die kann man tatsächlich kaputt rutschen. Das war meine Überlegung gerade. Das ist ja lustig, dass das wirklich geht. Ich frage mich, wie das aufgeht, wenn man jede Rutsche einmal quasi durchgerutscht ist. Kann das sein? Okay. Den haben wir schon mal. Ah, die Dinger muss man alle anmachen, ohne dass man vorbeirutscht. So wie es aussieht. Oh, hier sind auch noch ein paar Münzen versteckt. Nehmen wir doch mal mit, vorsichtshalber, falls irgendwie wieder ein Münzobjective oder sowas ist. Gleich mal zwei mitgenommen. So. Da würde ich gerne noch rein. Da war ich nämlich noch nicht. Okay, da kann man sich nach oben schießen lassen. Dann gucken wir, was da passiert. Kriegt man dann das Dings da vielleicht? Ah, da kriegt man das. Perfekt. Gut, jetzt fehlt uns nur noch einer. Da sind wir in der Mitte. Muss man da, denke ich, rein. In irgendeiner Form. Ich versuche auf jeden Fall alle Pflanzen und sowas auch wegzumachen, weil ich mir vorstellen kann, dass es heißt, besiege alle Gegner oder sowas auch. Als Bonus-Level-Ding. Gehen wir mal ganz rechts runterrutschen. So, da fehlen noch drei. Die haben wir alle, perfekt. Jetzt haben wir dann noch eine in der Mitte. Eine blöde Pflanze. Die habe ich erwischt, perfekt. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Das holen hier rüber, perfekt. Haben wir das auch erledigt? So, jetzt fehlt glaube ich nur noch so ein kleiner Scheißer, ja. Und die ganzen Münzen quasi noch, wenn wir das alles machen wollen. Hier sind auch noch ein paar versteckelt. Okay, hätte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht.
So, da sind noch ein paar Münzen und halt der eine Scheißkerl, wie gesagt. So, den haben wir mitgenommen. Jetzt müssen wir noch den einen Gegner kaputt kriegen. In irgendeiner Form. Er ist gerade nicht da gewesen, kann man nichts machen, müssen wir nochmal rutschen. Muss den halt irgendwie erwischen im richtigen Moment. Das hat wieder nicht geklappt. Aber es funktioniert ja schon mal ganz gut. Gut, happen. So, jetzt haben wir alle Gegner ja besiegt, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir nur noch diese eine Schaltertaste da anmachen und dann war's das ja. Oh, da bin ich knapp dran vorbeigerutscht sogar. Eigentlich gedacht, dass ich da einen guten Weg hatte eben. Na gut, dann nochmal. Jetzt aber. So, dann schauen wir mal, was das Bonus-Objective ist. Könnt mir auch vorstellen, dass man nur dreimal rutschen darf oder irgendwie so ein Schwachsinn, dass man halt zwei mit einmal treffen muss oder so. In kein Loch gefallen, okay. Ja, das sollte ja relativ einfach sein. Machen wir das doch mal. Den Rest haben wir alles abgeschlossen. Also was soll's. Das waren schon mal die ersten beiden. Läuft. Jetzt gucken wir, dass wir die Mitte holen. Das war nicht ganz die Mitte. Aber das klappt so auf jeden Fall, denke ich. Das war die Mitte, jetzt brauchen wir nur noch ganz rechts. Und dann haben wir es schon geschafft. Zack, perfekt. Kein Thema gewesen. Das war sehr einfach. Finde ich zumindest. Ja, haben es auch bekommen, perfekt. Ja, dann war das Level 15. Machen das nächste Mal mit Level 16 weiter. Sind ja doch noch ein paar Level, sind so Richtung 25, wenn ich das so abschätzen müsste, von den Seitenanzahlen her. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!